Es ist sehr schwer bei Sache zu bleiben. Das hängt ein bisschen von dem Buch ab, das man gerade liest. Ja, aber ich empfehle auf jeden Fall das zweite Buch Mose. Das ist immens kraftvoll und immens wichtig zu verstehen, wie Gott wirkt. Und auch wichtig für unsere Heilsgeschichte, also zu verstehen, warum wir gerettet sind, weil das sehr viel Parallelen dazu hat. Und darüber hinaus, wir müssen uns klar machen, in manchen Punkten geht es nicht darum, alles zu verstehen, sondern es geht darum, vorm Lesen zu beten und dann darauf zu warten, wo legt Gott dir aufs Herz, tiefer reinzugehen? Ja, wenn du bei den Chroniken bist, kann es gut sein, dass Gott dir noch nicht auf dein Herz legt, sondern okay, das ist jetzt das, was du verstehen musst. Sondern okay, dann fliegst du da drüber und dann liest du ein bisschen weiter und bist dann an einer anderen Stelle. Und dann wirst du neu begreifen, neu erleben, was es bedeutet, dass der Geist Gottes unser Lehrer ist. Denn wenn du im Gebet liest, dann wirst du lesen und lesen und lesen und an irgendeiner Stelle wird dir gesagt werden, darüber denkst du bitte nach. Lass dich überraschen.